Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte, noch in der fauchenden Ödnis. Pepe hat mal gerade, oder Gitte war es ja in dem Falle nicht, sie hat mal gerade Draco gerufen, weil sie da oben nachgucken wollte. Was ist das denn eigentlich? Das aussieht wie ein Förderton, ist wahrscheinlich so ein Hilfsmittel gewesen für den Bau dieser Statue. Könnte ich mir vorstellen, aber... Ja, sieht doch ganz interessant aus, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß, hier gibt es wieder... Was einzusammeln. Nee, David, schon gut. Na? Zu früh. Ja, hier sind ein paar Dinge. Nee, hier ist okay. Nee, hier scheint es. Ja, aber ein bisschen die Leute, die da gearbeitet haben, auch hier unten geht es auch hoch. Ja, wolltest du auch hier rumlaufen? Mal gucken. Ob es was gibt oder ob es nichts gibt. Ja, vielleicht gibt es hier eine Scherbe. Es sieht eher eine Scherbe wohl nicht, aber irgendwas anderes. Nach nichts aus. Eine Zweigenstatue heute. Na ja. Schöne Ausgabe. Bisschen Geld kann man immer brauchen. Aber hier, Vorsicht. Hier ist nichts weiter. Dann geht es irgendwie wieder runter oder wie oder was? Ja. Ich wollte aber hochgucken. Und die Konstruktion muss ja irgendwie einen Zweck irgendwie erfüllen. Ja, Mann. Wundert mich ein bisschen, besoffen. Dass der andere aufhört. Die ist besoffen. Guck mal, wie die tot ist. Ja, ich weiß, ich würde eher sagen, dass der Führer derjenige, der nämlich die Figur führt. Na, ich doch nicht. Leichten, ja, Schwierigkeiten hat mit der Balance. So. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ja. Toll. Du willst denn darüber springen? Kommst du gar nicht? Nö. Und von einer Seite kommen. Und? Hier irgendwas? Ja. Kann ja sein. Und wenn du schon mal da bist, musst du schon mal gucken. Tja. Hier gibt es ja nicht mal eine Leiter. Komm mit die Aussicht. Guck mal, die Zwerge haben da diese ganzen Dinger hingestellt. Diese Lampen. Und immer noch nach vielen Jahrhunderten, da brennen die noch. Boah, ey. Das waren ja echt die Zauberer. Na gut, ich würde sagen, das war was mit X. Naja, man muss halt wissen. Dann gehen wir zum Statuenlager. Hinterher überlegt man sich immer, wer wäre da irgendwas gewesen? Hallo? Jawohl. Hier. Ja. Wir wollten, ach, ist ja eigentlich schon markiert. Eigentlich wollten wir da hin, ja, das ist okay. Schon markiert. Fuck, da wollte ich doch gar nicht hin, da wollte ich hin. So schnell da gewesen, zack. Ja. Ist halt wirklich schnell. Auf geht's. Vian auf Draco-Art. Ja. Ah, die wogenden Dünen. Hm. Die wogen doch gar nicht. Die stehen ganz ruhig in der Gegend. Ach, das denkst du nur. Im Innern der Wogen, da kocht's. Ah, so. Ach, ich nenne sie Wogen, nein, ich meine natürlich Dünen. Aha. Ist da ein Lager oder steht da wieder nur so eine Laterne in der Gegend rum? Na, Feldspitzenkamm ist doch ein Lager. Ist das nicht unser Lager? Ist nicht unser Lager beim Feldspitzenkamm auch? Frag mich nicht. Oh, das ist ein Feind da. Nix von wegen. Oder? Was sieht denn auf, ist denn auf der Karte Feinde? Lass mein... Auch wieder so ein Flöscher. Also, das geht doch zu weit. Und das hat er aber ganz gehorsam befolgt. Er ist gehorsam. Sofort umgefallen. Das ist sehr gut. Nichts berührt, sind ja auch nicht schlecht. Schleierschlag. Ich möchte... Block. Was immer du möchtest. Aber man gibt mir keinen Block. Könnte man dir wohl nicht so ohne weiteres. Nee. Was ist da? Tja. Elfenwurzel. Sehr schön. Oh ja.
Langsam kriege ich Lust auf ein bisschen Abwechslung, muss ich sagen. Ich auch. Gehen wir Drachen hauen? Ja, ist eine gute Idee. Ich würde sagen, wir machen mach das. Mal, na, jetzt machen wir noch den Riss, ja, den wir angepeilt haben. Die erste Verderbnis, Kapitel 3, das scroll ich mal wieder durch. Ja, ach, das lese ich auch nicht durch. Großartig. Außerdem kennen wir uns aus. Schließlich hast du ja den ersten Teil gespielt. Das war zwar nicht die erste Verderbnis, aber... Nee, ich glaube, das war die fünfte schon. Ja, aber egal. Gut. Jetzt liegt das Rote auf dem Boden. Na gut. Noch irgendwas? Nee. Mm-mm. Gut, weiter geht's. Und hopp. Schnauft immer so. Ja. Muss auch ein bisschen aufpassen hier. Es kann erstmal unverhofft vor so einer Bruchkante steht, ja, so ein Abbruchding. Also wo man dann eben ja, einen tollen Abflug machen würde. Aber scheint ja nicht so zu sein. Ja, da ist unser Riss. So wie Skispringen dann meist in der Wüste. Ja. Und ohne Ski. Absteigen. Freunde, alle da? Klar. Gut. Du auch, Drago? Drago wird auch geschützt. Und dann geht's los. Das wollte ich nicht. Doch, ich muss ihn. Der lag sogar noch, wenn er schon hin ist. Ja. Der ist ja nicht Humor. Noch so ein Stapfen. So wird er dann nicht so schnell. Wegen des Stapfens ziemlich langsam. Alles Wahnsinn. Wo sind sie? Hä? Da sind sie. Ja, die standen gerade so ungeschützt hier rum. Oh ja. Ja, so schwächst du ein bisschen. Jo. Ja, dann muss ja nicht so hoch sein. Ich sehe sie schon rum. Das war wohl der dritte, würde ich sagen, ne? Ja. Wie? Was der dritte? Risse nahe der Schlucht, der dritte von den Rissen. Ja. Damit der letzte und damit fertig. Also abgeschlossen. Ein schwelender Kerl. Aha. Interessant. Vulkangold. Ja. Jo. Na dann. Das ist nur unsere Markierung. Gut. Wenn du den Drachen brauchst, das wollen wir jetzt zur Sturmküste oder wie? Jo. Erstmal zum Kartentisch und dann zur Sturmküste. Mhm. Kann man machen. Wir haben noch genug zu tun in der fauchenden Ödnis. Was kann man so nach und nach mal machen? Ja. Mal wieder ein bisschen. Wir können auch vielleicht mal dann irgendwann den Prix de Lyon dazwischen schieben. Ich glaube, es gibt noch einen Drachen, den man verhauen kann und so. Also. Ja, in Emprise de Lyon gibt es eine ganze Menge Drachen. Doch einige. Ja, zwei, oder? Aber die sind, glaube ich, noch zu groß, oder? Nee, mindestens drei. Ja? Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die auch noch zu groß. Glaube ich. Ja. Aber Sturmküste kann man schon machen. Ich glaube, das ist Level 19, oder? Das ist ein 19er, ja. Kein Problem. Gut, auf zum Kartentisch.
Bei der Gelegenheit kann man auch gucken, ob sie mal wieder was zu sagen und zu erzählen haben. Wenn wir schon mal hier sind. Hallo, Josie. Ich hatte gehofft, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevarra erhalten. Aha. Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Wow. Hm. Dann hat sich die Inquisition mit ihren Taten offenbar ihren Respekt verdient. Andernfalls hätten sie uns niemals kontaktiert. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevarra und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevarra die Treue schwören. Können wir nicht beiden helfen? Wir forschen mal. Was für ein Mann ist der König von Nevarra? In erster Linie ein Alter. Viele befürchten, seine Kräfte könnten ihn schon bald verlassen. Aber er ist ein Pentagast. Seine Dynastie ist ausgesprochen mächtig in Nevarra. Ja, ist ja Cassandras Familie. Wäre Cassandra verärgert, wenn wir ihm nicht helfen? Immerhin ist sie auch eine Pentagast. Bei allem Respekt für Sucherin Pentagast, aber ihre politischen Interessen sind bestenfalls spärlich. Ja, den Eindruck habe ich aber auch schon festgestellt. Warum wendet sich der Herrscher von Tevinter gegen die Venatori? Er hat wenig Grund, sie zu mögen. Archon Redanus hat in Korypheus richtigerweise einen Rivalen ausgemacht. Nur wenige Monarchen finden Gefallen an einem selbsternannten Gott, der ihnen den Thron streitig macht. Oh, da ist was dran. Ja. Was würdet ihr tun? Erzählt mir alles über Redanus. Oh, wie die meisten Herrscher Tevinters stammt er aus einer uralten Familie. Er ist politisch gewitzt und ein äußerst fähiger Magier. Außerdem kursiert das Gerücht, dass er eine Schwäche für Katzen hat. Ach, Katzen, na toll. Ich meine, ich mag Katzen auch, aber... Was würdet ihr tun, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Angesichts seiner angespannten Beziehung zu Orlais? Ich würde dem Reich helfen. Es ist schwer, ihre Freundschaft zu gewinnen. Marcus' Tage sind gezählt. Langfristig ist Tevinter die bessere Wahl. Tja, helft mir irgendwie nicht so richtig weiter. Was ist, wenn wir beiden helfen? Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber echte Probleme damit. Ich weiß es nicht. Ich tendiere dafür, beiden zu helfen. Ich habe Verwandte in Nevarra. Wenn ihr dem Archon gut zuredet, können die Trevelyans König Marcus überzeugen, dass wir beiden Ländern helfen sollten. Die Inquisition soll sich also in Tevinter und Nevarra anbiedern? Das wäre perfekt. Na also. Genau, wir bieten uns ja so gerne an. Natürlich. Na gut. Ja, man weiß bei den Antworten wirklich nie genau, was denn kommt. Ja. Zum Beispiel, dass sie Verwandte in Nevarra hat und so, das kann man natürlich vorher nicht wissen. Nee. Ja, vielleicht, wenn man alles genau durchliest. Hm. Naja, und du meinst die ganzen Kodex-Einträge, das könnte sein. So, hier haben wir zwei, haben wir nur zwei weggeschickt. Oder ist eins auf der anderen Seite? Muss nachgucken. Aha. Tja. Ach schon. Sieht nicht gut aus. Oh. Josie, streng dich mal an. Ja, ehrlich, du hast ja fast versagt. Also nee, hätte ich ja nicht von dir gedacht. Nicht. Halt. Trauerhaller. Trauerhaller. 10 Flechtreben haben wir gekriegt. Ja, der Hüter. Hm, okay. So. Hm, in Ordnung. Dankeschön. Sehr schön. So. Auf der einen Seite müssen wir mal gucken. Hier haben wir noch einen. Guckt mal erst mal hier. Nö. Nö. Hat man nichts. Na gut. Dann gucken wir, was das da oben ist. Ich glaube, das war was für Josie. Ja, ganz offensichtlich. Nur Josie und sonst keiner. Du hörst ja gut, sie ist ja gerade zufällig da. Inquisitor,
Okay. Hatten wir da nicht noch irgendwas angeguckt? Ja, ach so, ja, was war das unten weiter? Abgeschlossen, verfügbar. Ja. Ja. Liliana. Das kann nur Liliana machen. Ach, das wollten wir sie ja nicht machen lassen. Okay. Kann wieder nur Josie machen. Kann wieder nur Josie machen. Oh Mann. Okay. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. So ein Mist aber auch, ja. Können wir ja Kralle machen, was? Liliana, Liliana, guck mal, was es im Empfang für Pflanzen gibt. Ja, hätten wir vielleicht lieber... Vergiss mal bloß nicht, so. Die Sache. Und in die Smaragdgräber ja. Schickt mal Kallen. Machen wir uns an die Arbeit. Okay. Jawohl, mach dich. Gut. Sind wir hier fertig? Mhm. Dann drehen wir mal unsere Runde. Wie wir bei Josie gesehen haben, gibt es doch wieder einiges an Gesprächsoptionen. Oder umstellen. Wir müssen sowieso auch noch was zu Helisma bringen. Ja. Gut, dann können wir am Ende der Folge kannst du auch wieder ablegen. Und dann kannst du wieder gucken mit den Ringen. Genau. Die wir da gefunden haben. Hallo. Die Ringe gucken und so weiter. Wollten wir ja sowieso. Dürfte eigentlich nichts Neues geben. Oder doch? Bastian ist tot. Ich kann es kaum glauben. Es war auf dem Wintersendball bei meinem ersten Besuch im kaiserlichen Palast. Der Zirkel hatte einige von uns geschickt, um den Adel zu unterhalten. Jeder und alles, was ich dort sah, ließ mich vor Ehrfurcht erstarren. Und dann begegneten sich unsere Blicke. Bastien war während des gesamten Balls an meiner Seite. Die Witwe wollte ihn töten lassen, weil er sie ignorierte, aber das kümmerte ihn nicht. Ja, lieber auf den ersten Blick. Ihr habt also in einem überfüllten Ballsaal die Liebe gefunden. Das klingt wie aus einem Märchen. Er war ein schneidiger Schurke. Und jegliche Makel, die er gehabt haben mag, wurden durch seine Stellung und sein Ansehen wettgemacht. Ich schätze, es war eine unschuldigere Zeit. Und jetzt ist er tot. Und ich muss seinem Sohn Laurent schreiben. Und seine Schwester wird ein schreckliches Theater machen, wenn sie nicht als Erste informiert wird. Außerdem muss ich die kirchlichen Zeremonien in die Wege leiten. Nur der Erbauer weiß, wie lange das dauern wird. Sagt es mir einfach, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Nein, meine Liebe. Ich werde damit schon klarkommen. Bitte entschuldigt mich. Es gibt so viel zu tun. Na gut. Oh, Haube der Erhabenheit haben wir erhalten von mir hier. Ist eure Mensch mal gut. Also ich meine, ich nehme mal an von ihr. Sitz der Verzauberin erhalten. Oh. Aha. Hm. Nicht schlecht. Ja. Damit wäre das ja gut. Erstmal bei Helisma ablegen. Waffenbruchstück. 302 Teile, würde ich sagen. Hm. Hallo, Dorian. Gibt's bei dir nicht mehr? Och, eine ganze Menge. Dachte ich mir schon, ja. Ich war eine ganze Weile unterwegs und haben einige Sachen gesehen auch. Ja, doch. Da haben wir doch einiges gefunden. Die Arbeit des Inquisitors ist nie getan, wie ich sehe. Stimmt. Ja, gut. Ist nichts Neues. Nee, der passiert mir vom Reich, weiß ich nicht. Ich sollte gehen. Wie ihr wünscht. Und würde ich mal ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir ihn überhaupt gefragt haben nach dem Reich. Ich auch nicht. Varric wusste also die ganze Zeit über, wo der Champion war. Das war das letzte Mal, dass wir Cassandra ein Verhör überlassen haben. Ja. Nee, ist auch nicht alles. Gibt es irgendwas Neues, kannst du fragen? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Selene hat ihre Macht in Orlais gefestigt, und das ist gut. Wir brauchen eine Verbündete wie sie. Es heißt, sie sei gerade dabei, auch die letzten von Gaspards Unterstützern aufzuspüren. Sobald das geschehen ist, wird ein vereintes Orlais hinter der Inquisition stehen. Das ist gut. Und was erstmal?
Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Na gut, dann können wir eigentlich Schluss machen. Du machst ja dann eine übliche Runde weiter, die machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ja. Wir werden alles machen, so mit den Leuten reden und so. Und dann, und das nächste, was wir dann machen, ist hier diesen Drachen verhauen. An der Sturmküste, ne? Genau. Genau. Okay, bis dann, ja. Ciao. Bis dann. Tschüss.